Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und der Bundestag ist in Ferien. Nein, das darf man nicht sagen, das ist sitzungsfreie Woche und die gehen bis 4. September. Stellen Sie mal vor, so lange hätten Sie Sommerferien. Und dann kommt der Bundestag wieder und dann redet er über dasselbe, womit er jetzt in Ferien gegangen ist, nämlich das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, unverändert, obwohl das Gericht gemahnt hat, es soll doch den Abgeordneten mehr Zeit geben, darüber zu diskutieren. Darüber wollen wir heute reden. Mit meinem Gast ist Pascal Meiser. Herzlich willkommen, Abgeordneter der Linkspartei. Und das Wichtigste, was Ihnen natürlich auf den Nägeln brennt, ist die zaghafte Erhöhung des Mindestlohnes. Deswegen will ich das mal zuerst fragen, ist das nicht eine Frechheit, 41 Cent den Mindestlohn zu erhöhen und sich dann, wie der Minister Heiles tat, sich beklatschen zu lassen für diesen großen Erfolg? Das ist in der Tat ein Affront gegen all die Leute, die für wenig Geld hier irgendwie den Laden am Laufen halten. Die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro war dringend notwendig, damit die halbwegs über die Runden kommen können. Und die meisten haben ja damit noch große Probleme, über die Runden kommen zu können. Und da ist jetzt die Inflation gekommen. Und dann zu sagen, wir erhöhen den Mindestlohn um Betrag, der durch die Inflation schon wieder mehr als aufgefressen wird, das geht nicht, da muss nachgesteuert werden. Und Herr Heil hat ja selbst noch um Ostern gesagt, der Mindestlohn soll deutlich steigen. Jetzt, naja, scheint es so zu sein, dass er sich mit dem, was die Arbeitgeber da durchgedrückt haben, abfinden will. Und das ist bedauerlich. Ja, aber ich habe mal gelernt in meiner Studentenzeit, dass Tarifpolitik sein muss und nur sein muss, nicht sein darf, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Lohn, der ihnen zusteht, gemeinsam aushandeln. Hier hat der Minister gesagt, der Lohn wird erhöht, passt da aus. Und damit eine der Festungen der sozialen Marktwirtschaft doch angerüttelt. Na, erstmal ist es so, der Mindestlohn wurde eingeführt, weil die Tarifpartnerschaft nicht mehr gut funktioniert hat. Weil wir viele Bereiche hatten, wo Leute am Ende hart gearbeitet haben und dann mal damals noch, bevor der Mindestlohn eingeführt wurde, für 7 Euro oder für weniger die Stunde gearbeitet haben. Und wenn wir den Mindestlohn jetzt nicht auf 12 Euro erhöht hätten, dann würden immer noch Leute wirklich für Geld arbeiten, wo du wirklich nur im Kopf schütteln kannst. Oh, und alle, die sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen, die müssen dafür sein, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, dass er erhöht wird. Der Hintergrund ist natürlich, die Arbeitgeber haben das versucht auszunutzen. Die haben versucht, Niedriglohnsektor zu schaffen, mit dem sie auch üppige Profite gemacht haben. Das ist der Hintergrund. Und jetzt haben wir eine Situation, wir haben eine Mindestlohnkommission, die vom Gesetzgeber beauftragt ist, die Anpassung der Mindestlöhne alle 2 Jahre vorzunehmen. Die hat aber eigentlich natürlich auch die Aufgabe zu gucken, dass die Mindestlöhne nicht wieder in einen Bereich rutschen, wo man am Ende wieder nicht damit irgendwie klarkommt. Und diese Aufgabe hat die Arbeitgeberseite in der Kommission verhindert. Das sind keine Tarifverhandlungen. Tarifverhandlungen wäre, Arbeitgeber und die Gewerkschaften setzen sich an den Tisch. Und wenn es irgendwie ein Problem gibt, wenn man sich nicht am Verhandlungstisch einigt, dann können die Gewerkschaften auch streiken und können ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Das ist ja in der Mindestlohnkommission so nicht vorgesehen. Da ist es so, dass im Zweifel mit der Stimme der Vorsitzenden mit Mehrheit das dann durchgestimmt wird. Die Gewerkschaften haben dagegen gestimmt, haben gesagt, wir brauchen eine anständige Mindestlohnerhöhung. Und deswegen, weil dieses System nicht funktioniert hat, ist jetzt aus unserer Sicht auch der Gesetzgeber wieder in der Pflicht zu gucken, wie muss man eigentlich dieses System nachsteuern, damit die Leute auch wirklich anständig bezahlt werden. Ja, aber das, was Sie sagen, erschüttert mich ja geradezu. Die Gewerkschaften haben es nicht geschafft, ihre Position durchzusetzen. Das spricht doch gegen die Gewerkschaften, indem sie impliziert sagen, impliziert, ich weiß nicht, ob Sie so meinen, die Gewerkschaften, so wie sie heute sind, sind einfach zu schwach, um die Interessen der Arbeitnehmer, ja, entsprechend der Notwendigkeiten durchzudrücken. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also die Gewerkschaften sind so stark, wie sie Mitglieder haben, wie sie organisiert sind in den Betrieben und in den Branchen. Und wir haben Bereiche, wo die Gewerkschaften gut organisiert sind, wo sie auch in der Lage waren, jetzt angesichts dieser Inflation gute Tarifabschlüsse durchzusetzen. Bei der Deutschen Post zum Beispiel, im öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen haben sie anständige Tariferhöhungen durchgesetzt, die zumindest die Inflation halbwegs ausgleichen. Bei anderen Bereichen sind zu wenige Menschen in den Gewerkschaften, sind zu wenige Menschen organisiert. Da können die Gewerkschaften auch erstmal in den Branchen gar keine guten Tariflöhne durchsetzen. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, wir brauchen eine unterste Schutzlinie. Das ist der Mindestlohn. Der ist per Gesetz festgelegt und wir haben einen Prozess der Angleichung. Und da sollen dann wieder Arbeitgeber und Gewerkschaften mitreden, aber nicht in Form von Tarifverhandlungen. Tarifverhandlungen würde heißen, es wird verhandelt, wenn man sich nicht einigt, kann man auch zum Streik aufrufen. Das Bundesarbeitsgericht hat mal so schön gesagt in einem Urteil,
wenn man Tarifverhandlungen führt oder Verhandlungen führt ohne Streikrecht, dann ist das kollektives Betteln. Und nichts anderes ist das natürlich auch in dieser Mindestlohnkommission. Wenn die Arbeitgeberseite nicht mitspielt, dann können die Gewerkschaften nichts machen, außer Nein zu sagen, wir tragen das nicht mit. Das haben sie gemacht, sehr deutlich. Jetzt liegt der Ball wieder beim Gesetzgeber. Ja, aber die Schlussfolgerung für mich ist doch daraus, und vielleicht bei Ihnen zu Hause zum Teil auch, da muss man eben in dieser Kommission die Kraft der Gewerkschaften stärken. Naja, also das ist genau das. Es gibt jetzt zwei Wege, wie man jetzt damit umgehen kann. Also eigentlich gibt es drei Wege, einen halte ich für inakzeptabel. Der erste Weg ist zu sagen, ist jetzt wie es ist und die Leute, die wenig Geld verdienen, sollen durch die Inflation am Ende noch weniger verdienen. Das kann es nicht sein. Die zwei anderen Wege, die es gibt, ist einerseits zu sagen, wir machen jetzt per Gesetz wieder den nächsten Schritt, so wie wir es mit den Erhöhungen auf 12 Euro gemacht haben. Wir sagen beispielsweise ab dem nächsten Jahr Mindestlohn 13,50 Euro. Das wäre in etwa das, was sich auch durch die europäischen Vorgaben ergeben würde und wo man halbwegs sagen könnte, da kommt man, also schön und leben tut man mit 13,50 Euro die Stunde immer noch nicht, aber man rutscht nicht sofort wieder in die Armut rein. So, 13,50 Euro, das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Dann vielleicht ab 2025 auf 14 Euro. Oder ein anderer Weg wäre, wir sagen, die Mindestlohnkommission soll das wieder künftig machen, aber wir geben ihr mehr Leitplanken an den Weg. Und in dem Sinne, wie Sie das sagen, stärken auch die Gewerkschaften in der Kommission. Beispielsweise, indem wir sagen, keine Beschlüsse der Mindestlohnkommission mehr gegen die Gewerkschaftsseite, dann hätte die Gewerkschaftsseite da eine Blockademöglichkeit. Oder indem wir sagen, die Mindestlohnkommission kann zwar den neuen Mindestlohn festlegen, aber sie hat Leitplanken, an denen sie sich orientieren muss. Und das wäre nach unserer Ansicht die Orientierung auf den Vorgaben, die auch die Europäische Union übrigens für alle Mitgliedstaaten macht, 60% des mittleren Lohns. Das soll die entsprechende Bezugsgröße sein für den Mindestlohn. Und dadurch könnte man an der Stelle auch sagen, ihr könnt zwar ein bisschen austarieren, aber ihr könnt nicht unter ein Niveau fallen, wo dann am Schluss wieder Armutslöhne rauskommen und alle wieder nach dem Staat rufen. Also wird eine Menge diskutiert werden noch über Mindestlohn. 13,50 Euro ist die nächste Zielmarke. Ja, und 14 ist die übernächste. Die haben Sie schon im Blick. Mal sehen, ob es klappt. Gehen wir mal auf ein anderes Thema, was für ziemlich Unruhe gesorgt hat. Der CDU-Abgeordnete Heilmann aus Berlin, Vorsitzender Klimaunion, Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion, hat mal eben einen Antrag gestellt beim Gericht, das Gesetz zu stoppen, das GEG-Gesetz zu stoppen, weil die Abgeordneten nicht genug Zeit hatten, sich in dieses Gesetz einzulesen und ohne Kenntnis, keine Erkenntnis. Ja, und das Gericht hat gesagt, also zurück in den Bundestag und debattiert mal schön. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, dass Sie keine Zeit hatten, das Gesetz zu lesen? Definitiv. Also der monatelange Streit der Ampelkoalition, der dazu geführt hat, dass am Ende erstmal ein Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht wurde, wo schon beim Einbringen des Gesetzentwurfs klar war, das wird nicht der Gesetzentwurf sein, über den wir am Schluss abstimmen, der hat natürlich dieses ganze... Das Strucksche Gesetz, das gilt immer. Ja, dann natürlich wird an jedem Gesetzentwurf der Bundesregierung ja auch nochmal rumgebastelt. Und das ist auch richtig so, natürlich, weil die Bundesregierung ja auch nicht alles richtig macht. Also es ist ja absurd, wenn das anders wäre. Nein, aber selbst die Bundesregierung wusste ja schon beim Einbringen, dass sie einen komplett anderen Gesetzentwurf am Schluss vorlegt. Und da ging es jetzt nicht um ein, zwei Paragraphen, sondern die gesamte Logik dieses Heizgesetzes sollte von sehenden Auges nochmal geändert werden. Und die finale... Das heißt, das war Murks von Anfang an. Das war Murks von Anfang an. Sowohl in der Sache, aus Sicht der Linken auch, also war es in der Sache, das ist jetzt nicht nur eine Kritik der Union, wir haben da von vornherein gesagt, es ist durch und durch Murks, aber auch vom Verfahren her. Und wenn der finale Gesetzentwurf erst tatsächlich 3 Tage vor der Anhörung mit den Sachverständigen verschickt wird, wenn das dann 5 Tage, bevor es im Ausschuss da ist, verschickt wird und dann 7 Tage, eine Woche, bevor es in den Deutschen Bundestag geht, wobei noch gar nicht klar ist, ob das die gleiche Fassung ist oder dann nochmal die Ampelkoalition nochmal was ändert, dann ist es bei so einem weitreichenden Gesetz völlig inakzeptabel. Wie viele Seiten hatte denn der Entwurf? Der hatte insgesamt über 200 Seiten. Und da 3 Tage zu lesen. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil es schon 200 Seiten Gesetzestext zu lesen ist, selbst für einen Fachmann äußerst ambitioniert. Aber man kann sich kaum vorstellen, es ist ja nicht so, dass dann das neue Gesetz Paragraph für Paragraph dort aufgeführt wird, sondern es werden die Änderungen zum
vorherigen, ja schon existierenden Gesetz dort aufgeführt und das mit ganz komplizierten Verweisen auf Paragraph sowieso, Absatz sowieso, das ist in der Kürze der Zeit schwer nachzuvollziehen. Ich will aber auch dazu sagen, es ist nicht nur bei diesem Heizgesetz so, es ist eine Unsitte, die sich, ich bin seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags, die ich seitdem wirklich immer wieder erlebt habe, auch übrigens bei der Großen Koalition, auch in der Regierung Merkel, dass solche Gesetze, auch weitreichende Gesetze, sehr, sehr kurzfristig... Ja, ist ja vielleicht gewünscht, dass Sie das nicht lesen. Das ist einerseits sicherlich bei manchen auch Absicht, bei manchen ist es aber auch eine Unsitte, dass das sich so eingeschlichen hat. Und man muss sagen, manches davon war ja von der Geschäftsordnung gedeckt. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags hat es ja erlaubt, an der Stelle das zu machen. Und diese Geschäftsordnung haben jeweils die Mehrheiten des Deutschen Bundestags. Damals die Große Koalition, CDU, CSU und SPD, jetzt die Ampel, SPD, FDP, Grüne, beschlossen, indem sie gesagt haben, naja, es gibt keine strengeren Fristen. Und das muss sich dringend ändern. Das muss sich dringend ändern. Wir fordern das als Linke schon seit Jahren. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass jetzt an diesem heiß diskutierten Gesetz das Verfassungsgericht mal ein Stoppzeichen gesetzt hat. Aber hätten wir müssen Sie mal den einzigen Antrag gestellt? Ehrlich gesagt, wären Sie der Star der Woche geworden. Alle Juristen, mit denen man vorher geredet haben, gesagt, das Verfassungsgericht wird uns einen Vogel zeigen, wenn man einen solchen Antrag stellt. Wir haben das politisch gefordert, weil es wäre ja auch politisch im Bundestag, wenn wir ein selbstbewusstes Parlament hätten, wenn nicht die Regierungsfraktionen sich als Anhängsel der Regierung verstehen würden, sondern als selbstbewusste Abgeordnete, hätten wir das selbstständig ändern können. Und das ist meine eigentliche Kritik auch in der Ampel. Dann reden wir nach der kurzen Werbepause weiter, was denn nun geändert werden könnte. Es wird ja nichts geändert. Am 4. September ist nächste Bundestagssitzung. Da liegt es wieder auf den Tischen der Abgeordneten nach Stand heute, 10. Juli und erster Ferientag des Bundestages. Und was aber geändert werden müsste, das fragen wir gleich nach der Werbepause unseren Gast heute, das ist Pascal Meiser, Abgeordneter der Bundestagsfraktion der Linken. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Und der Bundestag ist sitzungsfrei, so heißt das. Eigentlich heißt es im Normaldeutsch, es sind Ferien. Aber das hören die Abgeordneten nicht so gerne, weil sie ständig arbeiten müssen. Sie müssen auch arbeiten in Ferien. Die Ferien dauern bis 4. September, lange hin. Sie müssen sich diesen 200 Seiten Text des Gesetzes GEG, Gebäude, Energie, Gesetz, durchlesen und dann am 4. September eine Rede halten, vielleicht. Was Sie nur alles geändert haben wollen. Was muss denn in diesem Gesetz dringend verändert werden? Also unsere Expertinnen und Experten im Bereich Energie und auch Wärme, was die Wohnungen, was die Häuser angeht, die sind da schon die ganze Zeit dran. Und für uns als Linke ist klar, das Kernproblem ist, dass der ganze soziale Ausgleich, von dem die ganze Zeit, na, anfangs war überhaupt noch nicht die Rede von einem sozialen Ausgleich, jetzt wird davon geredet, aber dass der völlig unzureichend ist und dass er völlig ungerecht verteilt ist und einige Kosten, die auch auf den Hausbesitzer zukommen, wenn er jetzt dann über mittlere oder lange Frist dann entsprechend sein Heizungssystem umstellen muss, da außen vor gelassen werden. Das geht nicht. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen darauf gucken, es darf keine irgendwie sozialen Härten geben, dass am Schluss jemand nicht weiß, irgendwie, wie er diesen Umstellungen, wenn sie denn mal ansteht, das haben sie jetzt alles ein bisschen auf die längere Bank geschoben, aber wenn die mal ansteht, wie sie das finanzieren. Und da müssen wir ran. Ja, da müssen wir ran. Das klingt so gut. Das heißt, es liegt ja der Vorschlag auf dem Tisch, dass bei einer Investition von einer neuen Heizung 80% oder zwischen 70% und 80% vom Staat quasi ersetzt werden oder beschustert werden oder subventioniert werden, egal wie man es nennt. Das heißt, der Staat soll oder möchte oder könnte einen Großteil der Kosten übernehmen. Bleibt es dabei? Das werden wir sehen. Also das Gesetz, das jetzt in der letzten Woche im Bundestag so kurzfristig am Tisch war, was jetzt durch das Bundesverfassungsgericht wieder geschoben ist, das hat noch keine klaren Regeln, was die Förderung angeht, umfasst. Dieses Gesetz hat zwar den ganzen Prozess umfasst, wie das jetzt dann, wann, wer, wie irgendwelche neuen Heizungen einbauen muss, aber die Förderung ist noch nicht mit in dem Gesetz. Da wurde gesagt, das machen wir dann irgendwann mal irgendwie nach der Sommerpause. Ja, irgendwann und irgendwie. Und das ist ja auch wirklich der Punkt, weswegen ich so stinksauer bin über diesen Gesetzentwurf. Nicht nur, weil sie es im Verfahren so komisch gemacht, sondern da hat sich damals, wir reden jetzt mal über Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, im Wirtschaftsministerium haben sich Leute hingesetzt im Auftrag von Herrn Habeck und haben ein Gesetz
geschrieben, dass eben genau diese Punkte, wie das jetzt umgestellt werden soll, umfasst haben. Da kann man jetzt drüber streiten, ist das zu schnell, ist das technisch zu ambitioniert und so weiter. Aber das Kernproblem ist, die haben sich keinen Kopf drüber gemacht, wer das bezahlt und was es eigentlich kostet und so weiter und so fort. Und das finde ich wirklich bis heute die größte Schwachstelle an dem Ganzen. Und wir sagen, wir brauchen ein Modell, das klar ist, dass diejenigen, die wirklich sehr, sehr wenig Geld haben, am Ende auch fast vollständig von den Kosten entlastet werden. Wir gehen bis zu 95% an der Stelle. Auf der anderen Seite, aber wer, sag ich mal, Millionär ist, der eine Villa hat, der braucht nicht so viel Förderung, wie das jetzt auch im Gesetz vorgesehen ist. Wir müssen auch gucken, wie wir mit den Haushaltsmitteln am Ende haushalten. Und deswegen müssen wir das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen. Und da kommen wir aber jetzt an ein anderes Problem, nämlich, ich habe gesagt, die haben noch gar nichts, was das Geld angeht, geklärt, dass wir im Grunde in dieser Koalition eine heftige Auseinandersetzung haben, wofür überhaupt noch Geld da ist und wofür kein Geld da ist. Und ich bin sehr gespannt, wie auch genau dieser soziale Ausgleich dann finanziert wird. Was ist denn jetzt kein Geld mehr da? Ich meine, wir haben 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, 200 Milliarden Sondervermögen ganz allgemein und 100 Milliarden für Kleinkram, würde ich nicht sagen, aber da sind wir schon bei 400 Milliarden zusätzlich. Und Sondervermögen heißt ja eigentlich Sondervermögen, damit man das Wort Schulden nicht benutzen will. Ist es aber. So, was kommt Ihnen denn zu kurz? Lisa Paus von den Grünen, Familienministerin, sagt, ich brauche 12 Milliarden. Habeck sagt, kriegst 2. Sagt sie, nee, ich will 12 haben. Lindner, nicht Habeck. Ja, Lindner, Entschuldigung, als Finanzminister ist es immer so diese Figur, Habeck, auf die man momentan einschlägt. Ja, wohin soll denn das hingehen? Was wollen Sie denn? Wo wollen Sie denn unbedingt keine Änderung oder eine solche Änderung, dass man sagen könnte, das ist endlich mal eine korrekte Formulierung, korrekt in dem Sinne, dass sie sozial gerecht ist? Na, erstmal, wir haben jetzt auch letzte Woche den Haushaltsentwurf der Bundesregierung dann kennenlernen dürfen, nachdem sie sich da auch monatelang drüber gestritten haben. Und wir stellen fest, wir haben einen Kürzungshaushalt, der in einigen Bereichen schon massiv ist, also die Kürzung. Übrigens, ein Bereich ist ausgenommen, das ist der ganze Bereich Militär, Bundeswehr und so weiter. Da ist sogar ein kleiner Aufwuchs im Haushalt vorgesehen und über den von Ihnen ja schon benannten Schattenhaushalt, diese sogenannten Sondervermögen, 100 Milliarden Euro, sollen zusätzlich zu dem im Haushalt jetzt vorgesehenen rund knapp über 50 Milliarden Euro für die Bundeswehr nochmal 20 Milliarden obendrauf kommen. Also die kriegen jetzt wirklich gut über 20 Milliarden mehr im kommenden Jahr. Und in anderen Bereichen wird doch in einigen Bereichen dann kräftig gekürzt. Wir haben das Elterngeld, da kann man drüber streiten, wie das ausgestaltet wird. Wir haben das BAföG. Beim BAföG, bei den Studierenden aus ärmeren Elternhäusern, wird drastisch gekürzt. Ein Riesenproblem für die Frage, wer künftig überhaupt noch studieren sollen kann. Bei den Eingliederungsmitteln bei der Bundesagentur für Arbeit wird gespart. Was heißt das Eingliederungsmittel? Das ist das Geld, das genutzt wird, um Leute, die arbeitslos sind, mit entsprechenden, sage ich mal, unterstützenden Maßnahmen, Förderung, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wieder in Arbeit zu bekommen. Also wir reden alle darüber, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Auf der anderen Seite immer noch viel zu viele Menschen bei uns hier haben, die arbeitslos sind. Dass da was gemacht werden muss, um die für die Jobs zu qualifizieren. Und gerade in so einem Bereich soll auch gekürzt werden. Also es sind große Probleme, die schon allein dadurch auf uns zukommen. Auf der anderen Seite sind ja noch ganz viele Sachen, die dazukommen. Der soziale Ausgleich für den jetzt diesen Heizungswechsel, für das entsprechende Heizungsgesetz oder aber auch die Kindergrundsicherung. Ich meine, das soziale Versprechen dieser Bundesregierung, was ich auch absolut richtig finde, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass dem Staat gerade die armen Kinder, die aus Elternhäusern kommen, wo nichts ist irgendwie, dass dem Staat die besonders am Herzen liegen, dass da was reingesteckt wird und nicht diejenigen, sag ich mal, die reiche Eltern haben, über die Steuer besonders irgendwie noch gepampert werden. Also, dass wir das vom Kopf auf die Füße stellen. Das geht natürlich nicht, ohne Geld. Und diese ganze Geschichte ist nicht ausfinanziert. Die ist nicht ausfinanziert. Die wird noch nicht 2024 dann auch haushaltswirksam. Aber nach den Plänen der Ampelkoalition sollte ja 2025 spätestens dann auch diese Kindergrundsicherung kommen. Und die ist komplett nicht ausfinanziert. Und jetzt könnte man böse sagen, also fürs Militär wird immer wieder draufgelegt, aber dort, wo die armen Kinder betroffen sind, da wird nichts gemacht. Ist ja nicht böse, entspricht ja den Gegebenheiten. Ja, so böse ist die Realität, ja. So, und die Frage ist, höre ich einen großen Aufschrei der Linken, höre ich einen Aufschrei
der Linken in der SPD, ich höre das nicht so. Also was ich wahrnehme, ist, dass die Sozialverbände, die Gewerkschaften jetzt wirklich schon sehr auf der Zinne sind. Und wir als Linke sowieso. Und es ist klar, wenn wir daran was ändern wollen, dann wird es auch nur gehen, wenn wirklich ein richtiger Aufschrei durch das Land geht. Und ich glaube, dieses, was da letzte Woche beschlossen wurde, das muss erstmal so langsam, sag ich mal, so nach unten sickern. Das muss den Leuten klar werden, was da eigentlich geplant ist. Und wir werden gleich in der ersten Woche nach der Sommerpause mit den Haushaltsberatungen beginnen. Und da werden wir das natürlich als Linke in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, wir werden nicht alleine sein. Ich spreche ja hier und da auch durchaus mit auch Abgeordneten aus der SPD, von den Grünen, mit anderen natürlich auch. Und da gibt es auch schon großen Unmut gegen diesen Kurs, den Herrn Lindner mit voller Unterstützung des Kanzlers, mit voller Unterstützung von Herrn Scholz jetzt fährt. Das ist ein Problem. Weil das Kernproblem dahinter ist natürlich auch, muss man deutlich sagen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht, dass beim BAföG, wenn wir nicht wollen, dass bei den Arbeitslosen gespart wird, wenn wir nicht wollen, dass beim Elterngeld gespart wird, dann muss man gucken, wie kann man das finanzieren? Und das wird angesichts der anderen Herausforderungen, die kommen, nur gehen, wenn man sagt, wir gehen auch an die ran, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben. Wir haben immer noch eine wachsende Zahl von Milliardären, von Multimillionären in diesem Land. Und man sagt, bei deren Einkommen und bei deren wirklich Großvermögen wollen wir nicht ran. Dann lassen sich die anderen Sachen in der Tat schwerlich finanzieren. Und das ist natürlich der Widerspruch und die Krux, vor der jetzt auch dann diese Ampelkoalition steht. Das Kindergeld bekommen auch die Milliardäre, richtig? Im Moment bekommt das Kindergeld, wer im Jahr weniger als 300.000 Euro Haushaltseinkommen hat. Das kann auch ein Milliardär sein, wobei auch aus unserer Sicht wir jetzt beim Elterngeld keine Vermögensprüfung machen würden, aber eine Einkommensprüfung ist da durchaus richtig. Ich wollte nur sagen, da gibt es schon eine Grenze, die ist schon eingezogen. Ja. Die könnte man aber durchaus senken. Nochmal ein bisschen nach unten, so auf 150.000, wie das ja da ist. Glauben Sie denn, dass es im Herbst heiß wird? Dass auch in der SPD angesichts der Umfragezahlen, ja, für Sie die Umfragezahlen sind ja auch nicht blendend. Das heißt, dass man sagt, nun müssen wir uns doch mal zeigen, dass wir diese Politik nicht wollen. Das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Also für uns ist klar, wir werden da, soweit es geht, Bambule machen. Wir werden tatsächlich auch Bambule. Da, ja, wir werden natürlich auch da im Deutschen Bundestag natürlich das Thema wirklich von A bis Z da durchdeklinieren, was diese Politik der Ampel heißt, warum das nicht sozialgerecht ist. Ich, wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, die Gewerkschaften, die Sozialverbände sind da dabei und es wird sehr jetzt auf die Regierung ankommen, ob sie auf diese Kritik eingeht oder nicht. Ich sehe, sag ich mal, mit Herrn Lindner als Finanzer und mit Herrn Scholz als Kanzler da wenig Bewegung. Und dann müssen die sich auch mal anfangen, Gedanken darüber zu machen eigentlich, für wen die noch in diesem Land Politik machen. Ja, aber es gibt keine Alternative. 1982, als der Sturz von Helmut Schmidt war und Helmut Kohl Kanzler wurde, da hatte diese Gruppe um Graf Lambsdorff und der FDP eine andere Mehrheit im Bundestag. Die gibt es nicht. Also bleibt alles so, wie es ist. Na gut, damals war, ist ja, sag ich mal, ist man ja vom Regen in die Traufe gekommen. Also wenn man sich das historisch anschaut, von der Kanzlerschaft Schmidts zur Kanzlerschaft Kohls, wer sich da eine Verbesserung erhofft hat, weil es sozialer wird in dem Land, der hat sich, glaube ich, auch schwer geschnitten gehabt. Es ging aber, der Streit auch um den Haushalt los, nur mal zur Erinnerung. Der Haushalt ist das Kerngeschäft des Parlaments. Im Haushalt ist, man kann viele schöne Sonntagsreden halten, was man sich alles wünscht, was man gut findet. Im Haushalt wird es dann entweder abgesichert oder auch nicht. Und insofern ist das schon jetzt die Nagelprobe. Das ist jetzt der erste Haushalt, der, sag ich mal, nach der Pandemie und nach dem Ausbruch des Krieges gegen Ukraine gelaufen ist. Und da muss diese Ampelkoalition Farbe dann bekennen. Warten wir mal ab. Am 4. September geht es wieder in die Bütt, sagt man im Rheinland. Kommt auch Karneval, aber Karnevals sind keine Haushaltsveranstaltungen oder umgekehrt. Da geht es ziemlich ernst zur Sache. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pascal Meiser, Abgeordneter der Linken im Bundestag, und bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder auch in der sitzungsfreien Zeit jeden Montagabend 2015 in unserer Sendereihe aus dem Bundestag. Bis nächste Woche. Danke für heute und tschüss.